Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier bei uns im auf YouTube in einem Freizeitpark. Genau, in der Nähe von Holland. Nein, wir befinden uns heute im Turbaland. Ja, boah, nach 2 Jahren Kevin endlich mal wieder hier. Ich weiß auch nicht, was hat mich hierher geschlagen? Ihr wart das, weil wir haben gefragt, Leute, wo soll man nochmal hin? Und die meisten Leute ins Turbaland. Und dann dachten wir, okay, machen wir. Da habe ich mich breitschlagen lassen und heute sind wir im Turbaland. Hier herrscht keine Maskenpflicht. Wir kriegen ja immer Kommentare, Masken sind so blöd. Dann fahrt ins Zoberland oder ins Efteling, da gibt es auch keine Maske. Einfach nach Holland fahren. Oder auf die Echweiler Kirmes, da muss man auch nicht eine Maske anziehen. Oder so. Und jetzt werden wir mal den Park erkunden. Auf jeden Fall. Wir stehen jetzt hier im neuesten Themenbereich aus dem Zoberland. Ja, wunderschön, hinten ist Phoenix. Genau, und hier gibt es noch einen Dark Ride, aber als erstes wollen wir einen Kaffee holen. Wir stehen hier gerade vor der Kaffeebude, die leider geschlossen hat. Oh. Oh, müssen wir doch einen Dark Ride fahren. Ja, merken Sie best. Danke, Irene, für den Hinweis. Ja genau, die Senioren sind auch da, mit Sicherheitsabstand. Schöne Menschen, schönes Wetter. Er strahlt. mein persönlicher Weißabgleich ist da. Och, Marco, so schlimm. Er weint gleich, ja, lass es lieber. Komm, lass uns lieber einen schönen Dark White Part sehen. Part. Ja, das ist ja nur ein Dark White Part. Das andere ist eine Themenfahrt. Ohne Theming. Gerade von Merlins Quest hinaus und ja, der Dark White Part ist richtig nice. Ja. Und hat Spaß gemacht, oder? Ja, war schon gemütlich und entspannt. Jetzt vielleicht gleich mal ohne Phoenix. Sie fährt da hinten schon. Aber der Dark White Part hätte ein bisschen länger sein können. Ja, oder? Wäre schon schön gewesen. Ja, vielleicht kommt da ja doch mal was. Ich glaube zwar nicht, aber wäre ja schön. Genau, Abstände können auch gut gehalten werden und am Eingang der Queue und am Ausgang der Queue gibt es Desinfektionsmittel. Auf jeden Fall. Immer schön Hände. Und dann kommt der Zug. Hey ho, der Kaffeestand hat hier auch im Turbaland aufgemacht. Endlich, jetzt bin ich glücklich. 2,75 € kostet der Kaffee. Was? Ist eigentlich ganz teuer. Für so ein kleines Ding. Ach, wie? Was denn? Ja, geh du mal zu Plopsa. Geh mal nach Bay. Plopsa Co. Ja, ist das toll, aber. Ich war gestern da. Aber da kriegst du 4 Euro die Hälfte. Also ich find 2,75 € ganz okay. Kann man machen. Wir haben jetzt hier gerade gemütlich unseren Kaffee ausgetrunken und jetzt geht es auf den Wing Coaster Phoenix hier im Turbaland und darauf freue ich mich, weil es schon echt ein cooler Wing Coaster ist.
Ja, wir kommen gerade von Phoenix hinaus und die Q-Line ist ja richtig cool, oder? Ja, die Q-Line ist richtig toll und die Bahn an sich gefällt mir richtig gut. Ich finde die super. Und der, für dich ist der Drache neu, ne? Genau, wenn man dann den Bahnhof verlässt, dann kommt man an so einen Animatronic vorbei. Den habe ich noch gar nicht gekannt. Nee. Sieht richtig nice aus, der tropft auch so ein bisschen. Wenn man Glück hat, wird man sogar ein bisschen nass. Und die Einsteigsituation ist halt so, dass jeder seinen Bügel selber zu machen muss. Und das Coole ist, sie haben da so einen Stab, wo die nochmal nachdrücken, dass sie dich nicht anfassen müssen. Und das ist richtig cool eigentlich. Genau, so kann man genügend Abstand halten. Wartezeit war 25 Sekunden. Ja, genau, konnte direkt durchgehen, war nichts los. Und das an einem Sonntag. Genau, das interessiert euch ja immer. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Ja. Eierfreie Platzwahl gibt es leider nicht, man wird eingeteilt, aber es ist okay. Ja, ist okay. Ich habe ja noch einen Onride von 2 Jahren, das blende ich euch dann ein. Ohne Drache aber. Ohne Drache, ja. Ja, gerade eben wurden wir schon ein bisschen nass, aber jetzt fahren wir mit der Wrestlingbahn. Ich hoffe, da werden wir ein bisschen mehr nass. Und noch was? Die Boosterbike, da stellen wir uns jetzt nicht an, weil es da voll ist. Ist der Eingang jetzt dort ein bisschen verlängert worden? Genau, ich hoffe, dass wir nass werden. Ich hoffe, dass wir nass werden. Also hier wird es auf jeden Fall nass. Ein bisschen trockener auf der Wrestlingbahn hier. Ja, aber der Willi hat es auch sehr nass, ne? Hier. Hammer. Ich bin hier die Wildwasserbahn gefahren. Ja, stimmt. Kevin, wie ihr alle noch nicht nass geworden sind, sondern nur Willi und Kevin, fahren wir jetzt noch Django River, damit wir zumindest auch ein bisschen was Nässe abbekommen. Aber wir müssen es ja nicht so übertreiben wie die Herrschaft. Ein guter Zeitpunkt zum Trocknen. Ja, Django River war super, war aber nasser. Also ich bin da getrocknet. Du bist nass geworden. Es war auf jeden Fall nasser als die letzten Male, wo wir gefahren sind. Also es war echt gut. Und ich glaube, ich muss mal die Linse sauber machen, weil da ist ganz viel Wasser drauf. Ja, ich sehe es auch gerade schon. Von einer Wasserbahn direkt zur nächsten Wasserbahn hier. Der reine Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt rausgekämmt mit vorne sitzen, weil er eh schon ein bisschen trockener geworden ist. Ja, ich sag ja, auf der Raftingbahn bin ich echt getrocknet. Ja. Und ich glaube, sie hat einen neuen Namen hier, diese Baumstammrutsche. Rutsche, Wasserbahn. Auch hier im Turbaland sind die Ein- und Ausgänge immer gut markiert. Es gibt auch einige Einbahnstraßen, da muss man immer aufpassen. Aber die sind auch im Parkplan verzeichnet. Und hier ist jetzt die Q-Line zur Wasserbahn. Jetzt haben wir herausgefunden, wie das Ding jetzt heißt. Expedition Zorn. We'll be right back.
wir sind hier gerade von dieser Wasserbahn runtergekommen. Die hat eine Rückwärtsabfahrt. Ja, und Kevin ist endlich nass geworden. Ich bin wieder ein bisschen nasser geworden. Und auch eine Drehweiche auf dem Lift. Ja, macht Spaß, ist lustig und man wird wirklich nass. Also wenn nass sein wäre, hier eine zweite Abfahrt, schön, schön, schön. Genau, und einen Muss müssen wir noch, die Holzachterbahn. Einen Muss müssen wir. Also ein Highlight im Park ist auf jeden Fall toll, die Holzachterbahn. Ja, machen wir jetzt. Und dann geht's jetzt. Ja. Holzachterbahn macht mega viel Spaß und ja, tut gut, die mal endlich wieder gefahren zu sein, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Kevin schon ewig nicht mehr. Und war schön, war auch nicht lange Wartezeit. Ich habe gewartet, 5 Minuten, 10 Minuten, ja. War echt easy. Jetzt hat der Hunger gepackt und jetzt werden wir dort essen gehen und mal gespannt, ob es sich verbessert hat. Wir schauen uns hier gerade die Karte an. Ich glaube, die hat sich ein bisschen verändert. Und beim letzten Mal hatte ich ja den Burger, da war ich nicht so zufrieden. Aber ich glaube, ich nehme den einfach mal, damit ich einfach vergleichen kann, ob er nach 2 Jahren einfach besser geworden ist. Und ja, hier gibt es quasi auch einen separaten Tisch. Da werden dann die Getränke abgestellt und dann kann man sich die da nehmen, so dass man genügend Abstand zum Kellner hat. Wir haben jetzt hier unser Essen bekommen. Ich habe mich ja für den Burger entschieden, damit ich einen Vergleich habe, wie er letztes Jahr war. Und er sieht Vor zwei Jahren war. Er sieht schon ziemlich nice aus. Süßkartoffelpommes mit Mayonnaise. Aber jetzt und hier. Und Beilagensalat, aber die Vivi. Hammer, oder? Ein Mangosalat. Ist sau gut aus. Ist auch voll groß, wenn man so einen Vergleich hat. Hammer. Und das ist schon mit einer der besten Salate im Freizeitpark, oder? Jetzt auf abgesehen jeden von Fall. Den Restaurants, die in Hotels sind im Freizeitpark. Ja, auf jeden Fall, da fliegt die Karte und weg. Und da fliegt die Karte weg. Sehr lecker. Wirklich sehr gut geschmeckt, sehr frisch. Der Wahnsinn war sehr viel. Ich habe ihn erst aufbekommen, Kevin den Rest gegessen, aber sehr, sehr lecker. Wir haben jetzt hier das Dessert vom Chef bekommen. Das ist Eis mit Süßkartoffelpommes, Erdbeeren und Soße. Ja, voll geil. Ich habe so nie Süßkartoffeln mit so süß. Das Dessert war gerade richtig lecker. Ja, das war was Außergewöhnliches, ne? Ja, ich finde es einfach cool, wenn der Koch auch mal ein paar Sachen ausprobiert und Süßkartoffeln als Dessert anbietet mit Vanilleeis. Richtig cool. Und es ist auf jeden Fall eine Steigerung gewesen als zum letzten Mal. Also ihr habt ja vielleicht das Bild gesehen. Wie das Essen hier letztes Mal aussah. Ja. Und da waren wir schon ziemlich enttäuscht. Ja, es war wirklich super, super gut. Also Leute, esst hier war auf jeden Fall bis jetzt am besten. Genau. Also es gibt natürlich immer noch Steigerung nach oben, aber das, ist ja okay. Das ist dann echt sehr gut fürs Toverland. Ja. Jetzt hier im Indoor-Bereich vom Toverland. Ja. Und jetzt was fahren wir jetzt, Kevin? Mit der Wasserrutsche. Ja. Oder in der Kinderachterbahn. Oder mit dem Kettenkarussell am Anfang. Oder mit der kleinen Fahrschule hier. Oh. Also das ist ein kompletter Bereich für kleine Kinder und der hat auch ganz viel auf. Ja, genau.
Aufwand. Wie waren die Wasserrutschen? Voll schön, es war schon Lichteffekt, es war schon bunt. Und du bist ja die Schwarze gerutscht, ja? Ja, die war ein bisschen nass, aber wie war es bei dir? Du bist ja richtig gegen die Wand. Ich hatte richtig Airtime, ja. Ein bisschen mehr als 100 Kilo auf der Hüfte. Ja. Was machen wir jetzt? Das Bami-Salami-Haus. Wir haben jetzt einen Zauberstab und damit können wir Sachen aktivieren im Haus. Bami-Salami. Bami-Salami. Ja, das war unser Tag im Toverland. Ja. Meine Güte, hat sich echt mal wieder gelohnt, hier vorbeizuschauen. Sind dann wirklich zwei richtig coole Achterbahnen. Eine seht ihr hier hinten, Troll, genau, die Holzachterbahn. Genau. Und Phoenix ist auch eine richtig coole. Turbowind und Boosterbike sind wir heute gar nicht gefahren, da hatten wir nicht so voll. Viel Lust. Turbowind mag ich eh nicht so. Also war alles easy gewesen. Also richtig voll war es nicht. Es war echt nicht voll. Nein, eigentlich nicht. Und sonst ist es echt chillig. Also ich bin über das Restaurant sehr begeistert, dass es einfach besser geworden ist, weil Essen lieben wir in Freizeitparks. Ja. Und wir saßen da, glaube ich, fast 2,5 Stunden. Ja, 2 Stunden saßen wir da bestimmt und haben es auch wirklich uns gut gehen lassen. Genau, zu den Corona-Bestimmungen ist es halt auch so, in den Shops müsst ihr immer ein Einkaufskörbchen mitnehmen. Es gibt genügend Desinfektionsspender. Mit dem Abstand hat es auch ganz gut geklappt. Genau. Und dann gibt es nämlich hier noch einen aktuellen Parkplan vom Toverland. Da stehen auch alle Einbahnstraßen. Genau, hier sind die roten Punkte und hier sieht man auch, wo man langlaufen muss. Also es ist alles sehr, sehr schön gemacht, muss man schon sagen. Dann ist hier auch noch die ganzen Bestimmungen drauf, was nie gemacht werden kann. Entweder hält das Video an und lest euch das kurz durch oder ich glaube, hier kann man noch irgendwie einen QR-Code. Hier gibt es auch einen QR-Code zum Einscannen. Wenn ihr den einscannen wollt, dann könnt ihr das auch. Jetzt müsst ihr den einscannen können. Auf Stopp machen und einscannen. Genau. Da steht ihr auch nochmal alle Bestimmungen. Ja, also wir fanden es richtig schön heute hier. Ja. Und Corona-mäßig hat auch alles gut geklappt. Und es ist halt echt angenehm, wenn man ohne Maske rumlaufen kann. Ja, es ist wirklich entspannter. Aber das haben wir schon beim Efteling gesagt. Es ist einfach entspannter in Holland, diese Maskenpflicht, dass man die hier einfach nicht hat. Genau, das soll es gewesen sein von uns. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video hier auf YouTube wieder. Tschüss, zwei. Tschüss, Toverland.